schickes Nokia XXL-Handy für unter 400 Euro? Grund genug, das neue Nokia 7 Plus im Labortest auf Herz und Nieren zu prüfen. Das mit kratzfestem Gorilla-Glas gesicherte Display ist in eine angenehm griffige Keramikhülle eingelassen und ist auch ohne OLED-Panel angenehm farbenfroh und kontraststark. Allein die Helligkeit lässt zu wünschen übrig. Durch die schicke Keramikrückseite ist das Nokia 7 Plus bei Stürzen robuster als die Glaskonkurrenz. Unter der Keramikschicht werkelt der Snapdragon 660 von Qualcomm mit 4x1,8 und 4x2,2 GHz. Dazu kommen 4 GB Arbeitsspeicher. Der interne Speicher fällt mit 64 GB großzügig aus und lässt sich bei Bedarf per MicroSD-Karte aufrüsten. Wer möchte, nutzt stattdessen eine zweite SIM-Karte zum Surfen und Telefonieren. Mit dabei ist das aktuelle und pure Android Oreo in der One Edition. Eine tolle Leistung, das Nokia 7 Plus hält bei intensiver Nutzung 15 Stunden und 29 Minuten aus. Im Fokus steht beim Nokia 7 Plus die Kamera. Die von Zeiss mitentwickelte Dualkamera löst in 12 und 13 Megapixeln auf, während die Vorderkamera mit 16 Megapixeln knipst. Die Testaufnahmen überzeugen mit reichlich Schärfe und vielen Details. Auch bei Nachtaufnahmen punktet das 7 Plus mit Detailreichtum bei verschmerzbarem Bildrauschen. Für Hobbyfilmer interessant, Videos lassen sich maximal in 4K-Auflösung mit zufriedenstellender Qualität aufnehmen und profitieren von den drei OZO-Mikrofonen. Viele Smartphones sehen sich aufgrund des beliebten 18:9 Formats inzwischen zu ähnlich. Das Nokia 7 Plus bringt durch das Keramikdesign etwas Abwechslung auf den Smartphone-Markt. Auch technisch macht das 7 Plus eine gute Figur und bekommt daher die Testnote 2,2, also gut.